Ich bin Johannes Scherer, heute Abend auf dem Sommerrausch im Schlosspark Kleinheubach und demnächst ganz in Ihrer Nähe. Ich bin am 16. September im Weingut Stich in Bürgstadt im wunderschönen Landkreis Miltenberg und dann, glaube ich, mit vollem Programm, über 2,5 Stunden die volle Distanz mit Pause. Bühne ist natürlich immer, also ich sag mal, Radio ist Pflicht, ja, und Bühne ist Kür. Also das, ich bin fest angestellt im Radio, das sichert mein Einkommen, das macht auch Spaß und so, und das habe ich mal gelernt. Bühne ist natürlich, da kannst du machen, was du willst. Im Radio sagt dir einer nach 2 Minuten, jetzt aber Mikro aus und so. Und auf der Bühne kannst du halt 2,5 Stunden lustig sein, bis der Arzt kommt. Das macht wesentlich mehr Spaß. Ich komme aus dem Nachbarlandkreis, ich komme aus dem Landkreis Aschaffenburg, aus Schöllkrippen. Ich hatte also eine sehr schwere Kindheit und habe dann beim Lokalradio in Aschaffenburg angefangen und dadurch, ich glaube damals war Roland Schwing schon Landrat, unglaublich. Es ist gefühlt 100 Jahre her, aber den gibt es immer noch, hat sich tapfer gehalten. Glückwunsch, Roland. Und bin dann irgendwann nach Hessen ausgewandert, um den Leuten zu sagen, hier auch jenseits der Landesgrenze in Bayern wird gern gelacht und es gibt auch nette Leute. Ja klar, die kleinen Heubacher, ich weiß nicht, ein paar haben mich, glaube ich, noch erkannt früher von der Wallfahrt unserer Pfarrei. Wir sind ja von nebenan, Großheubach, Engelberg, sind wir immer nach Waldürn gewallfahrt und wir mussten immer aufpassen, dass die älteren Wallfahrer nicht den Wald runterpurzeln, weil die vorher schon dem Klosterbier schon getrunken hatten. Aber ich habe an und für sich super Erinnerungen dran. Es war ein Teil aus den asozialen Netzwerken, das ist mein aktuelles Bühnenprogramm, wo ich so ein bisschen über die Generation Facebook herziehe und sage, das ist eigentlich alles nichts Neues. Also den Newsletter von heute gab es damals bei uns in Schöllkrippen auch schon, das war die Pistner Schmarri, das war der Newsletter vom ganzen Ort. Die wusste also immer über alles Bescheid und hat immer aus dem Fenster geguckt den ganzen Tag. Es ist ja alles nichts Neues, alles schon mal da gewesen. Und ich habe mich sehr aufgeregt über Functional Food. Das sind diese Werbespots, wo man sagt, man darf nur noch einen bestimmten Joghurt essen, weil der gut für die Verdauung ist. Ich möchte aber einen Joghurt essen, einfach vielleicht, weil ich Hunger auf einen Joghurt habe. Und das geht mir so ein bisschen auf die Größen, wie man bei uns sagt. Und darüber habe ich mich dann auch ein bisschen echauffiert. Ich bin Facebook-Nerd. Also früher ist man ja schon mal beim Nachbarn geklingelt oder so und hat sich ein paar Eier oder ein bisschen Mehl ausgeliehen. Mache ich heute nicht mehr. Ich bestelle das, also wenn Kuchen backen will oder so und mir fehlen Eier oder Mehl, ich bestelle das bei Amazon und lasse mir das dann Overnight Express, DHL, dann ins Haus liefern. Da muss man nicht mehr aus dem Haus. Also Facebook hat, also diese ganze Generation Internet, das hat schon das Leben wahnsinnig fortschrittlich gemacht. Arnold Schwarzenegger ist leider inzwischen vom Terminator zum Sperm. Er macht inzwischen mit anderen Schlagzeilen Geschichte. Ja, den Arnold habe ich mal im Kinofilm Die Simpsons synchronisiert, genau. Und seitdem verfolgt er mich so ein bisschen. Ja. Also, schaut's vorbei, Bürgstadt, 16. September. Ich habe mir eure Gesichter gemerkt. Ja, also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, ach, Landkreis Miltenberg, guckt euch mal die Glanzstoff da, Elsenfeld, Erlebach, wunderschöne Gegend, riecht auch sehr angenehm. Aber das hat sich ja alles erledigt, ist ja alles wirklich wunderbar. Ich habe es heute erst wieder gesehen, wenn du das lange Handtuch, die 469 runterfährst, wie herrlich es im Landkreis Miltenberg ist. Und mein neues Programm ist im Landkreis Miltenberg geschrieben worden. Und das ist ein Geheimtipp. Ich habe mich in einem Hotel an einem See im nördlichen, ich will jetzt nicht sagen in Niedernberg, weil dann wüsste jeder, welches Hotel das ist. Aber da oben habe ich mich kaserniert, eingeschlossen und habe in 3 Tagen mit einem Kollegen zusammen das Programm geschrieben. Und jetzt habe ich erfahren, dass Urban Priol für Neues aus der Anstalt das Gleiche macht, im gleichen Hotel. Das ist also ein ganz kreativer Boden hier und schön ist es noch dazu. Also lebenswert, liebenswert. Kein Wunder, dass hier in dieser Umfrage, die es jedes Jahr gibt, kommt jedes Jahr die glücklichsten Deutschen, wo wohnen sie? Immer Top 5, Bayerischer Untermain, Aschaffenburg, Miltenberg. Kein Wunder.
Ja, ich war total begeistert, dass ich eingeladen worden bin, weil Sommerrausch, klar, das kannte man. Auch gerade Urban Priol und so, ich habe es ja angesprochen, großartiger Künstler. Und also wer es hier geschafft hat, der ist natürlich da ganz vorne dabei. Und das ist ein traumhaftes Ambiente. Hier Schloss Löwenstein und so, ist also wunderschön. Die Leute sind gut drauf, es ist toll, 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 immer noch super Wetter. Und die Leute haben mächtig Spaß und es ist ein sehr dankbares, sehr angenehmes Publikum. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.